Wo kommt der Ziegenkäse her? Genau. Weil das ist ziemlich, ziemlich typisch für Malta. Oder für Gozo vor allem auch. Okay. Malta! Das ist ein Inselstaat südlich von Sizilien, Italien, immer noch in Europa. Und da sind wir jetzt gerade und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind für euch und für Hotelplan unterwegs auf Malta und zeigen euch alles, was wir gesehen haben. Die rote Box ist auch wieder mit dabei. Was da drin ist, erfahrt ihr später. Wir sind selber schon ganz gespannt und haben keine Ahnung, was uns erwartet. Jetzt sind wir in Valletta, das ist die Hauptstadt von Malta. Und auch Kulturhauptstadt von Europa 2018. Da gibt es also einiges zu sehen, starten wir das Video. Valletta ist eine weltbekannte Barockstadt. Es ist aber vor allem auch eins, eine Grossstadt, eine Hauptstadt. Da gibt es ganz viel Jubeltrubel, ganz viele Restaurants, ganz viele Cafés, ganz viele Menschen und auch ganz viele Autos und Verkehr. Wer es also lieber ein bisschen ruhiger hat, der geht in die alte Hauptstadt. Das ist Medina und dorthin gehen wir jetzt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal dunkel an, weil dann ist alles wunderschön beleuchtet. Also Nacht. Genug mit Dunkelheit, jetzt machen wir es wieder hell. Auf Malta reden sie übrigens Maltesisch. Das ist am ersten vergleichbar mit Arabisch. Sie reden aber auch alle Englisch, das weil es einmal eine britische Kolonie war. Man kommt also super mit Englisch durch. Das Fortbewegungsmittel in Malta ist definitiv das Auto, aber Achtung! Wir fahren auf der falschen Seite, es herrscht Linksverkehr und man hat Challenge mit ganz vielen Schlaglöchern auf der Straße. Aber es ist eigentlich überhaupt kein Problem, man kommt super von A nach B. Und jetzt geht es für uns auf die Insel Gozo, das ist die Nachbarsinsel, gehört auch zu Malta. Und für das nehmen wir die Autoferry, geht ungefähr 20 Minuten und kostet etwa 20 Euro. Los geht's! In Malta kriegt man vor allem eins, und zwar ganz, ganz viel Sonne. Sie haben über 300 Sonnentage im Jahr hier. Darum ist es auch im September immer noch warm genug, um ins Wasser zu springen. Und genau das machen wir jetzt. Juhu! Gozo ist bekannt für den Ziegenkäse und den Ziegenkäse, den haben wir heute dürfen wirklich hautnah miterleben, wie das hergestellt wird. Wir haben sogar dürfen die Ziegen melken und ja, wir zeigen euch ein paar Bilder, schauen sie euch an. Mmh,
Das ist der Victor, er ist Farmer hier und zeigt uns jetzt, wie man so eine Geiss milcht, also melkt, und was schlussendlich für Käse entsteht. Wir sind mega gespannt und gehen jetzt auch mal los. Jetzt sitzen wir hier und das hier ist effektiv der Käse, den wir hergestellt haben. Also der, das ist der frische Ziegenkäse, den kann man jetzt sofort essen. Dann gibt es den getrockneten Ziegenkäse, der wird in der Sonne getrocknet mit Salz. Und dann gibt es eine Version mit Pfeffer und eine neutral. Und dann gibt es noch eine weitere Version, um das Ganze zu verarbeiten. Und zwar in einer Art Kuchen, Käsekuchen, wo der Ziegenkäse auch so gegessen wird. Also das wird hier auf Gozo richtig zelebriert. Und wir haben das jetzt dürfen so richtig miterleben. Echt cool. Ganz ehrlich gesagt, die kleine Nachbarsinsel von der Hauptinsel Malta gefällt mir besser. Gozo ist natürlicher, ist ursprünglicher und für das für die Ferien ein bisschen erholsamer. Es ist Zeit für die rote Box. Da kriegen wir nämlich immer von einer Hotelplan-Filiale eine Challenge mit oder eine Aufgabe oder eine Tipp, die wir im jeweiligen Reiseland erledigen müssen. Genau, und jetzt sind wir schon sehr, sehr gespannt und schauen mal, was da uns erwartet. Wir haben ganz viel Zeit. Clean-up Challenge. Hallo Saturday and Sunday. Willkommen auf Malta. Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen. Daher sollt ihr in dieser Challenge etwas Gutes für die Umwelt tun. Okay. In der Secret Box befinden sich zwei Cleanup-Kits mit allen Utensilien, um während eines Strandspaziergangs oder einer Stadtrundfahrt herumliegenden Müll aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Sehr geil. Herzlichen Dank für euren Einsatz. Liebe Grüße, Team Hotelplan Chur, Engadinstrauß. Sehr geil. Dankeschön für die sinnvolle Aufgabe. Mega cool. Jetzt haben wir etwas zu tun, oder? Jetzt haben wir oder? Echt was zu tun. Aber ich glaube, die grosse Challenge wird sein, einen dreckigen Strand finden. Aber echt? Weil bis jetzt wirklich? Bis jetzt haben wir wirklich nicht so viel Dreck gesehen hier auf dem Wald. Genau, du bist schon ready von dem her. Wir legen los mit dem guten Einsatz. Ehrlich sagen, Malta ist grundsätzlich mega super. Wir mussten eine rechte Strecke zurücklegen, damit der Sack einigermaßen voll ist. Aber natürlich gibt es auch gewisse Touristen oder Locals, die das Gefühl haben, dass Aludosen und PET-Flaschen irgendwie von der Natur erledigt werden. Ich glaube, mit dieser guten Tat können wir das Video beenden. Wir haben den Sack gefüllt. Oder jetzt, zumindest. Schön, dass ihr dabei wart hier in Malta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind Saturday and Sunday, Schweizer Reise- und Heimatblogger. Und wir freuen uns auf die nächste Reise mit Hotelplan. Macht's gut. Tschüss zusammen. Miteinander.